Und damit herzlich willkommen zum Finale des ersten Burgpfads der Stronghold Definitive Edition. Mission 10, die Heuneburg. Ja, 9 Burgen haben wir hinter uns gelassen. Schauen wir mal, was uns im Finale erwartet. Ah, wir verteidigen. Diese auf einem Hügel in der mitteleuropäischen Ebene gelegene hölzerne Festung wurde 600 vor Christus errichtet, da die Stämme der Eisenzeit ihre natürliche Verteidigungsposition nutzen konnten, um das umliegende Land zu kontrollieren. Später waren die Nähe zur Donau und die Lage an einer der geschäftigsten Handelsrouten Europas der ideale Ausgangspunkt zur Kontrolle und Besteuerung des Handels, wie so viele Burgen einfach nur Zollburgen und Besteuerungsburgen waren, ne? Es ist bekannt, dass die Feste mindestens 3-mal vollständig zerstört und wieder aufgebaut wurde. Okay, schauen wir uns das gute Stück mal an. Uiuiuiuiuiui. Okay, das ist ein etwas größeres Teil, muss ich sagen. Und die Burg hat auch durchaus stattliche Maße. Muss ebenfalls angemerkt werden. Oh ja? Oh, sogar mit so einem Trockengraben außenrum. Ja, okay, da muss ich sagen, da hat sich jemand mal mehr Mühe gegeben wieder. Ich sag's euch, das ist nicht von einer Person kreiert worden. Das sind verschiedene Leute, die sich verschieden viel Mühe gegeben haben. Die ist okay? Die ist okay. Oh, diese Felder da draußen, ey. Könnte man denken, dass jetzt gleich hier die Rohirrim über die Orks drüber reiten. Jeden Augenblick. Jede Menge leichte Einheiten, aber auch ein paar schwere dabei. Auch mit diesem Zugang hier. Ja, ich sag's euch, da wurde sich echt mehr Mühe gegeben. Ja doch. Wie waren eigentlich die Ursprungspositionen? Wartet mal. Ich möchte mal wissen, wie das Spiel will, wie es gespielt wird. Ich hab's vergessen. So, okay. Angriffe kommen von da. Ist in Ordnung. Machen wir so. Nennt euren Ich würde mal sagen, alle Verteidiger. Ja, bitte. Bitte fürs letzte Gefecht zurückziehen. Wohin gehen wir? Unser Werkzeug ist Pechschütter. Mal auf der hinteren Reihe positionieren. Wir haben auch positiven Angstfaktor praktisch. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Oh Gott, Bocky-Alarm. Aber volle Kanne. Ja, die ganzen Bogenschützen lasse ich erstmal verteilt. Womit kann ich dienen? Vielleicht damit die auch Sachen anzünden können. Ist in Ordnung. Die Bockys zu versuchen zu zerstören, na, das brauchen wir gar nicht erst. Obwohl, so wie die sich hier aufteilen könnten, mal mit einer schnellen Truppe, die Bockys vielleicht kaputt machen draußen. Die nagen sich jetzt natürlich überall durch. Ganz ehrlich, für die historischen Burgen bräuchte man eigentlich die starken Wälle aktiv. Das wird zum noch mal interessant und, aber gut, okay, damit kommt die KI halt nicht klar. Das ist das größte Problem. Das ist das allergrößte Problem mit starken Wellen. Nein, Bock, ich hör auf. Ich hätte eigentlich schon ein bisschen früher ein bisschen was anzünden können, aber was soll's. Mach die Bockys weg! Ja doch, die bin ich jetzt größtenteils losgeworden, das ist schon mal gut. Eure Befehle? Was gibt's? Reiß die Bockys ab. Reiß die Bockys ab. So, das Wichtigste wäre weg. Ansonsten warten wir jetzt drauf, dass jetzt sich eine Engstelle bietet, die wir gut nutzen können. Ihr wisst ja was, wir machen auch schnell die Ritter weg. Das bietet sich auch gerade ganz gut an. Okay, das wird ein bisschen auer. Das hätte ich eigentlich zum Pechschütten ausnutzen müssen. Egal. Wutz! Und da ist nochmal ein Bocky. Oh gut, okay, die kommen jetzt eh durch. Was soll's? Warte noch, bis hier noch mehr ist, weil jetzt kommt die ganze Schwertkämpferkolonne. Kommt mal alle zurück fürs letzte Geflecht. Feuer gefällig?
Hier sind nur Mönche. Oh, treffen eh nicht. Sehr gut. Damit warte ich, bis die große gepanzerte Kolonne kommt. Die Mönche halten ja eh nichts aus. Autschi. Okay, jetzt. Schütten! Sehr gut. Nein, ah, verdammt. Okay. Große Problem ist, durch die Knubbelalarm geht hier schwierig. Oh mein Gott, sind das Horden. Die Horden, die Barbaren stehen vor den Toren. Haltet sie auf. Lasst niemanden zum Lord. Nicht mal das Burgfräulein. Erst recht die nicht. Ich sehe, bevor wieder Lotti Befehle brüllt. Auch meine Frau nicht. Ja, erst recht die. Mach die Schwertkämpfer weg. Schnell. Das ist die größte Bedrohung beseitigt, glaube ich. Oh Gott, da kommen noch mehr. Jetzt haben wir aber genug, um die knubbelnd einzusetzen. Wir haben auch ein paar Armbrustschützen. Die könnten sich natürlich noch als nützlich erweisen. Oh, die hätte ich auch weiter vorne gebraucht. Ohne Scheiß, die kommt viel zu spät. Hier kommt man von hinten mit ran. Das ist jetzt gar keine Hilfe. Hier könnte man vielleicht noch ein paar Pechgräben aktivieren. Ich weiß nicht, inwiefern da die paar Nahkämpfer noch ausreichen. Den da könnte ich noch nutzen. Zum richtigen Zeitpunkt. Naja, naja. Okay, diese paar lasse ich mal noch. Ja, okay, die nehmen ein bisschen Schaden. Sehr gut. Das sind jetzt gedamaged, dann machen wir einen kleinen Knubbel. Aus der Knubbelschule direkt rausgekommen. Und anzünden und hier binden, hinter, so relativ hinterm Feuer. Jawohl. Okay, die haben die Bogenschützen noch gekillt. Hallöchen. Jawohl. First try, aber es war relativ knapp. Ah, jawohl, auf Tour. Beende den Burgpfad. Gibt's noch irgendeinen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, es gibt keinen, keine Credits oder sowas, kein Outro. Alles klar. Aber wir haben den Burgpfad abgeschlossen. Die Heuneburg ist nun auch... Das heißt, da ist nun unser, ist immer noch unser. Wir haben sie ja verteidigt. Ja, das war der erste Burgpfad. Ich muss sagen, die letzten Burgen waren dann doch ein bisschen besser als die ersten. Also ich würde mal sagen, die zweite Hälfte war... Ja, man könnte fast sagen, die zweite Hälfte wurde von jemand anderem kreiert als die erste Hälfte. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Da ging es nochmal ein bisschen bergauf. Zumindest was jetzt so Kartendesign angeht. Wie gesagt, für alle Leute, die es interessiert, wie sehr historisch korrekt die sind und akkurat, könnt ihr bei Koga vorbeischauen. Ich hoffe, ich verlinke es auch weiterhin in der Beschreibung. Ansonsten fragt einfach nach. Ansonsten nicht meine RPG Koga bei YouTube eingeben. Ihr findet ihn auf jeden Fall. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei weiterem Content. Wahrscheinlich gibt es jetzt erstmal ein bisschen Community-Content aller Art. Schauen wir mal. Und dann warte ich noch auf zusätzlichen Stoff von Firefly, dass der Rest mal nachgereicht wird. Das heißt, die zwei Juwel-Kampagnen, die noch folgen, der Burgpfad, der noch folgt. Und dann sind wir, glaube ich, mit der Definitive Edition so weit durch, dass wir dann erstmal wieder auf Crusader zurückswitchen können. Wird dann erstmal wieder komisch, die ganzen... Gut, okay. Wir vermissen zwar Quality of Life, aber wir haben den UCP mit Crusader. Von daher wird nicht so viel verloren gehen. Aber ja, den einen oder anderen Monat werden wir uns noch mit der Definitive Edition beschäftigen mit Content. Und dann schauen wir uns mal wieder Crusader-Sachen an, dass auch wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt, ne? Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis höchstwahrscheinlich Community-Content. Bis dahin.
Bye-bye.